Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren, die Geschichte des unter den Bedingungen von Covid-19 modifizierten Reisevertragsrechts ist eine Geschichte der handwerklichen Stümperei, wie wir sie in diesem Haus zum Glück nur selten erlebt haben. Zuerst aufgescheucht von den Bedingungen Hunderttausender von Reiseverträgen, die nicht erfüllt werden konnten und damit auch der gezahlten Gelder, die nicht zurückgekommen sind, legt die Regierung einen Gesetzentwurf vor, der einen Zwangsgutschein vorlegt, der einen Zwangsgutschein vorsieht. Was passiert? Die EU-Kommission hebt den Finger und schwupp, schon ist der Gesetzentwurf wieder weg. In ein paar Wochen kommt ein neuer Gesetzentwurf. Der Gutschein ist noch da, aber jetzt ist er freiwillig und mit einer Staatsgarantie unterlegt. Wunderbar, dachte ich mir damals auch. Aber ich habe auch an dieser Stelle seinerzeit dazu gesagt, passen Sie auf, dass die EU-Kommission nicht kommt und sagt, 107a EUV, das ist eine Beihilfe. Was macht sie? Genau das. Damit ist auch der Entwurf wieder weg. Und jetzt kommt er wieder. Jetzt ist er immer noch freiwillig, jetzt ist immer noch die Staatsgarantie da, aber mit einer Garantieprämie, die vermeiden soll, dass das Ganze als eine Beihilfe gewertet wird und in der Hoffnung, dass die EU-Kommission mitmacht. Diese Garantieprämie, die wird natürlich auf die Reisepreise draufgelegt. Damit verteuert sich das Reisen. Gerade in dieser Zeit, in der die Tourismuswirtschaft mit dem Rücken an der Wand steht, verteuern wir das Reisen, eine besonders geniale Idee. Die Versicherungswirtschaft im Übrigen, die läuft Sturm gegen diese Regelung, weil sie, das befürchtet sie, mit Kosten belastet, die bei den Vertragsabschlüssen gar nicht absehbar waren. Vielleicht steht die nächste Nachbesserung auch schon vor der Tür. Man könnte an vielen Stellen in diesem Gesetzentwurf ansetzen und im Einzelnen kritisieren. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, auch einmal in den Blick zu nehmen, wie manchmal in diesem Hause und in dieser Regierung Gesetze zustande kommen. Ein paar Referenten mit oder ohne Lobbyhilfe basteln einen Entwurf. Sie holen sich auch noch den einen oder anderen Sachverständigen, von dem sie annehmen, er unterstützt ihre Linie. Der Entwurf wird vorgelegt. Manchmal machen wir auch noch eine Anhörung dazu, um deren Ergebnis sich niemand kümmert, am allerwenigsten die Regierung. Ich habe es ja selber hier mehrfach erlebt, in dieser Legislaturperiode, dass die Gesetzentwürfe beschlossen werden, noch bevor auch nur das Protokoll der Anhörung vorliegt. Was nicht geschieht, Ihre eigene Fraktion hat schon in Landesparlamenten geklagt gegen Beschlüsse von Gesetzen, eben weil dieses Protokoll nicht vorlag bei der Beschlussfassung. Also Sie sollten sich dabei ganz zurückhalten, ganz bestimmt. Und noch eines, es gibt in anderen Parlamenten, übrigens auch in dem von Ihnen so hochgeschätzten EU-Parlament und in der EU-Kommission, Techniken, mit denen man versucht, unerwünschte Folgen von Gesetzen möglichst systematisch vorab zu erfassen. Das sind die sogenannten Ex-ante-Impact-Assessments. Es würde unserem Hause wohl anstehen, gelegentlich auch mal auf solche Verfahren zurückzugreifen, die wohl bewährt sind und die bei besonders wichtigen Gesetzen es wert sind, auch angewandt zu werden, um solche Katastrophen zu verhindern, wie sie hier mit dem Reisevertragsrecht passiert sind. Die letzten 5 Sekunden schenke ich Ihnen, danke Ihnen aber für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der CDU-CSU ist der Kollege Thorsten Frey.